Bayern in Rehn. Campino. Kannst du schon reden? Oder bist du aus Atem? Nee, alles gut. Wie ist denn da in einer Zeile der Lagerfeld da reingerutscht? In Jogginghosen tanzt der Lagerfeld. Ja, es war einfach ein schönes Bild, so, sich den so vorzustellen. Und eigentlich, er hat ja gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und insofern passte das genau in diesen Moment. Im Grunde ist das ja eine, fällt vielleicht nicht so auf, aber es ist eine Zustandsbeschreibung, wo alle völlig over the top sind und deshalb Hochwasser im Indianerzelt und in Jogginghosen tanzt der Lagerfeld. Das musste sein. Das ist ein ganz wunderbares Akustikalbum, das den schönen Namen Ohne Strom trägt. Was ist denn deine, ich habe vorhin erwähnt in der Anmoderation, als du rübergegangen bist, dass ihr euer erstes Konzert hier in Bremen hattet, hier im Schlachthof, 3 Kilometer entfernt von hier. Wie war denn die Reaktion der Leute? Wie hast du die Bremer in Erinnerung behalten? Also erstmal muss ich sagen, dass ich aus der Zeit überhaupt nicht viel in Erinnerung habe. Woran ich mich erinnern kann. Es war Ostern und wir wurden als die Toten Hasen angekündigt. Das stimmt alles. Jedenfalls das Nette zu der Zeit, dass wir einfach froh waren, dass uns jemand Spritgeld gegeben hat, um in die andere Stadt zu kommen, also in diesem Fall nach Bremen. Und wie das so damals war, sind dann immer 14, 15 Uhr eingetroffen, auch damals am Schlachthof, haben erstmal ein riesen Fußballspiel organisiert mit all denen, die schon da waren. Und das Konzert selber war nicht wichtig. Es war ganz egal, es hat vielleicht 3 oder 5 Mark Eintritt gekostet und ob da mal einer von der Bühne gefallen ist oder nicht, das hat sich überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Ja, aber du, apropos von der Bühne fallen, an ein anderes Konzert, was kurz darauf stattgefunden haben muss, kannst du dich angeblich ziemlich gut erinnern. Das war nämlich in Aurich. Ja. Was war das Besondere an Aurich? Erinnerungsstück mitgenommen. Ne? Ja. Ja, wir wollten den Punk nach Aurich bringen und haben sozusagen Stage Diving dort vorgestellt. Wissen Sie, Schwester, was Stage Diving ist? Man springt also von der Box oder von einer Bühne in die Menge rein. Ja, und die Ostfriesen damals haben als erste Reaktion haben die gedacht, da kommt was, wir gehen zur Seite. Und warst du derjenige, der gesprungen ist? Ja, ich bin gesprungen. Das war eine sehr, sehr hohe Box. Weil ich dachte, ich nehme eine lange Strecke, damit die Leute sehen, was kommt. Und danach habe ich mir gedacht, also ich springe also in Zukunft nur noch da, wo es so voll ist, dass keiner zur Seite gehen kann. Also ich habe mich voll auf die Fresse gelegt. Auch verletzt, und, ne? Ja, ja. 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 Schön war es in Aurich. Sag mal, und wir haben nie wieder da gespielt. Und stimmt es, dass er inzwischen mit Physiotherapeuten auf Tournee geht? Ja, das haben wir uns vom den Sportvereinen aus der ersten Liga abgeguckt. Und was macht er so mit euch? Naja, alles. Also ich meine, wenn wir unterwegs sind auf einer großen Tournee, da geht es ja nicht nur um die 5 Hampelmänner auf der Bühne, sondern alle, die drumherum sind. Na gut, aber ihr macht ja auch vielleicht einen Sport, oder? Das, ja, okay, es geht in den Sportbereich, aber die Betreuung würde also jeder erfahren, der unterwegs ist und der vielleicht Nackenschmerzen vom Boxen eben hat oder sonst was. Mhm. Aber ansonsten ist es eine ganz einfach nur eine Vorbereitung auf die körperliche Belastung, die kommt, weil anders als der FC Bayern, der einen sehr, sehr großen Kader hat und sich das leisten kann, wir können unsere Spieler nicht auswechseln. Das heißt, wenn wir angeschlagen sind, wenn wir eine Sehnenverletzung haben, die Tour geht weiter, 45, 50 Daten, dann musst du das natürlich behandeln. Und das ist mittlerweile so ein dermaßener Sachschaden, dass du dann lieber sagst, wir holen uns ein Physio für die Tour, ja, Logo, als dass die Sachen dann da ausfallen müssen. Und du hast zwischendurch Verletzungen, Kniebereich, Beinbereich oder irgendwie ostfrieslandmäßig am Kinn. Und stimmt es, dass ihr manchmal schon gleich nach dem Konzert behandelt werdet? Wenn ihr früher gefeiert habt? Ja, klar. Also, wenn wir in den 80ern es geschafft haben, es war erst Ende der 80er, vorher konnten wir uns kein Hotel leisten. Wenn wir es mal geschafft haben in ein Hotel mit Swimmingpool, dann waren wir da früher oder später auch drin in der Nacht nach dem Konzert. Und das sah anders aus, als wie das aussieht seit den 2000ern, wenn wir von der Hoteldirektion den Pool geöffnet bekommen und dann da unsere Trampelübung machen. Dann sehen wir aus wie so ein Seniorenheim, was so Wassertreten übt. Das ist schon der Physio ist dabei dann. Ich bin Physio, ja.
Okay. Da macht jeder seine Übungen und so. Und da können wir aber auch über uns selber lachen. Also das sieht schon obskur aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aquagymnastik bei den Toten Hosen. Alle voll tätowiert und dann geht's los. Ja, ja, wir haben uns auch geschworen, keiner darf das fotografieren oder irgendwie so. Das bleibt unter uns. Oh, ich würde gerne mal Mäuschen spielen. Und habt ihr bei der Tournee auch einen eigenen Koch? Ja, natürlich gibt's, mittlerweile sind da sehr viele Köche spezialisiert. Die jungen Wilden, also inzwischen ist Kochkultur ja in Deutschland in den letzten 20 Jahren in eine völlig andere Richtung gegangen. Da gibt's jede Menge Rebellen und die freuen sich, gerade nach einer Ausbildung, bevor sie einen festen Vertrag unterschreiben, dann vielleicht doch nochmal was ganz anderes zu erleben. Und die sind dann teilweise auf Tournee mit einer Band oder die würden die Formel 1 betreuen oder sonst was. Es gibt ja unheimlich viele Wanderzirkusmäßige Angelegenheiten, wo es den Jungs Spaß macht. Weil sie denselben? Wir sind sehr, sehr treu, die RGF, die Rote Gourmet-Fraktion, die macht das hervorragend und die haben denselben Humor wie wir und die sind mit uns viel unterwegs. Und ihr als FC Bayern-Hasser, würdet ihr euch von einem Alfons Schubeck bekochen lassen? Also erstmal muss man sagen, dass wir sind eine unheimlich offene Band und jeder kann mal einen Fehler machen. Selbstverständlich würden wir uns freuen, da mal einen guten Kartoffelsalat zu bekommen oder sonst was. Aber man muss letztendlich sagen, dass bei uns der Koch auf Tournee wichtig ist für die Crew, für die Leute, die tragen, die in den Lichttraversen rumhängen. Da muss die Stimmung gut sein. Und wenn man denen zweimal hintereinander eine Pizza bringt, dann werden die langsam sauer. So, weil die dann teilweise 3-4 Monate unterwegs sind. Die müssen gutes Essen kriegen, damit die Stimmung in Ordnung ist. Und die Band selber hat da am allerwenigsten von, weil ich esse da so jeden Tag um 16 Uhr meine kleine Portion Pasta und das war's für den Tag. Und da darf der einmal eine Tomatensauce machen und einmal irgendwie was anderes. Da finden keine Experimente statt. Weil wir müssen einfach körperlich gucken, wo wir sind. Und da gibt's einen ganz strengen Plan. Und austoben, das machen die Köche dann für die anderen. Die können sich dann da alles reinhauen oder wie. Okay. Wie, du isst nur einmal am Tag? Wie bitte? Du isst nur einmal am Tag? Also um 16 Uhr ist meine letzte Mahlzeit auf jeden Fall. Also und dann erst wieder zum Frühstück? Ja. Aber wie lange habt ihr eine Banane nach der Show? Oder wie lange habt ihr schon einen Koch dabei? Ich hab's nicht immer. Das geht schon seit vielen Jahren gut, weil das Problem war immer, wenn man mit einer Crew von 100 Leuten unterwegs ist, die müssen immer dann arbeiten, wenn die Restaurants aufhaben. Also wenn man in irgendeiner Stadt ist, würden die immer Dienstschluss haben nach 23.30 Uhr. Da sind die ganzen Restaurants zu und so weiter. Und auch am Nachmittag haben die kurz frei, da sind ebenfalls die Restaurants zu. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig bei so einer Produktion, als Leute mitzunehmen. Und wenn die dann ihr Handwerk verstehen, dann ist es umso besser für alle. Also da, an diesem Posten, würde ich nie sparen bei so einer Produktion. Schon das Köche müssen was drauf haben. Aquajogging und Intervallfasten bei Computer. Naja, aber wenn wir mal in München sind, immer herzlich willkommen. Gerne, ja. Kann jeder sehen. Das dritte Learning ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Studio, ob sie das alle wissen oder unsere Gäste hier in der Runde. Die Toten Hosen machen auch sogenannte Wohnzimmerkonzerte. Die laufen unter dem Label Magic Moments Tournee. Ich war noch nie dort, hatte noch nie das Vergnügen, aber ich habe mir das auf YouTube angeschaut. Und zum Beispiel einen hinreißenden Auftritt in einem Privathaus in Geilenhausen. Was muss man leisten, wenn man, ich nehme an, es gibt tausende von Bewerbungen, no, wenn man den Zuschlag... Bitte? Ich habe auch ein Wohnzimmer. Ja. Was muss man leisten, wenn man durchkommt von den tausenden, die sich bewerben? Was müssen die für eine Verpflichtung euch gegenüber eingehen? 100 Leute? Ja, ein gutes Frühstück muss da sein und wir wollen auch dann bei den Leuten privat nächtigen. Das heißt, die müssen wirklich was riskieren. Das geht so nicht, dass man uns einlädt ins Jugendzentrum. Da riskiert niemand was. Wir wollen den Leuten also auch nahe kommen und da muss man sich schon überwinden. Also ist mir das mein Wohnzimmer wert, was hier passiert oder nicht? Und die Art der Bewerbung ist erstmal völlig egal. Das kann eine Postkarte sein, das kann ein Anruf sein. Aber das ist jetzt von uns keine Goodwill-Aktion, sondern wir wollen ja auch unseren Spaß haben. Wir wollen ein Abenteuer haben, wir wollen in irgendeiner Form was Besonderes haben. Das könnte der 16. Stock in einem Hochhaus sein. Sind das manchmal auch sehr kleine Wohnungen? Das kann ein Gefängnis sein, eine Nervenheilanstalt. Wir haben im Kloster der englischen Fräulein gespielt.
Wir haben viele Gefängnisse gemacht. Manchmal auch sehr kleine Wohnungen? Kleine Wohnungen, und wie, Bauernhäuser. Wie läuft das in den kleinen Wohnungen mit dem Übernachten? Denn die Familie bleibt ja drin. Eng aneinander rücken. Enger. Und morgens alle im selben? Es muss das Frühstück geben, ganz klar. Also das ist Bestandteil des Deals, dass die uns nicht einfach 50 Euro in die Hand drücken und Tschüss sagen oder sowas. Und hat das in der Regel immer geklappt? Also sauberes Bett, gutes Frühstück, Kiste Bier? Hat nicht immer geklappt. Nee. Gibt es Sanktionen, wenn das nicht klappt? Es gibt keine Sanktionen. Es gibt einfach so den Moment, das sind rare Momente. Und wir wollen Leute aussuchen, die sich wirklich darüber freuen. Und das ist also Unsinn, irgendwo hinzufahren, wo sich die Person, wo die eigentlich gar nicht begeistert ist. Also es ist mal passiert, dass uns Leute auf eine Hochzeit einladen, aber eben nicht das Ehepaar, sondern sogenannte gute Freunde. Und wir kamen da an, voll naiv, und haben gedacht, das wird jetzt schön. Und die waren irritiert bis sehr gestört, dieses Ehepaar. Und dann wurde das sehr, sehr zwanghaft. Bis wir dann selber hinten beschlossen haben, die Polizei anzurufen und sich wegen Ruhestörung zu beklagen, dann wurde die Sache schon wieder lustiger. Es gibt ja, wenn man so eine Legende ist wie die Toten Hosen, gibt es ja auch Geschichten, die sich verselbstständigen, von dem vielleicht du selbst nicht mehr weißt, ob sie noch stimmen oder nicht. Es gibt die Geschichte, dass du eines Tages, dass ihr eines Tages eingeladen worden seid von einem der Söhne von Ursula von der Leyen. Nee, Ursula von der Leyen, die war selber da, Ministerpräsidentin Albrecht, dessen Söhne, also sie ist, glaube ich, die Tochter. Ja, also sie war die ältere. Entschuldigung, sie war die ältere Schwester. Das ist mein Fehler. Das war, glaube ich, Barthold, einer der Brüder von Ursula von der Leyen. Mein Fehler, ja. Da sind wir eingeladen worden. Auch zuerst über Freunde und so weiter. Da hieß es, kommt mal nach Niedersachsen und so, da gibt es ein Haus. Und wir haben sehr kurz vorher erst erfahren, um wen es sich da eigentlich handelt. Und hatten dann diese Grundsatzdiskussion im Tourbus. Kann man da jetzt hinfahren, Politiker? Weil ihr seid ja eine offene Band, aber für die CDU wolltet ihr ja nicht spielen. Naja, wir haben gesagt, der Junge muss ja jetzt kein Arschloch sein. Und wir hatten verabredet, also absolutes Stillschweigen. Wir fahren dahin, wir probieren es mit denen. Der kann ja nichts für. Und dann schauen wir, wie das läuft. Und inzwischen hatte sich das in Hannover rumgesprochen. Und es kamen jede Menge Punks aus der Stadt, die niemand kannte, die da anfingen, in die Blumenbeete zu pinkeln. Und die Sicherheitsbeamte wussten nicht genau, was sie machen sollen. Ja, also es wurde eine ziemlich chaotische Nacht. Aber das war dann auch so, dass wir viel Geld geboten bekommen haben, um wieder abzuhauen. Und da haben wir, Albrecht, von den Eltern? Ja, die Eltern, ich weiß nicht, woher das Geld kam. Es lag auf dem Tisch und wir haben gesagt, nee, das letzte Mal. Wir schlafen jetzt im Bett von Hans-Dietrich Genscher. Wo war der denn hier? Und dann haben wir da halt übernachtet. Und irgendwann hat der Vater am nächsten Morgen einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und uns dann rausgeschmissen. Aber letztendlich, wir hätten das nicht weiter gesagt. Aber dann kam eine Pressemeldung raus und dann hat die Familie selber darüber irgendwo in der Zeitung berichtet und das nicht so ganz dargestellt, wie der Vorfall gelaufen ist. Okay. Und dann kam das erst raus. Aber jetzt ist alles wieder gut. Und, hast du eine Erinnerung an Ursula von der Leyen aus der Zeit? Aus der Zeit, da war also das waren, von der Nacht? Von der Nacht nicht konkret. Also, dass sie da. Ja, wir können uns nicht an viel erinnern. Aber ich habe mit Ursula von der Leyen da irgendwann später, ich bin ihr irgendwann mal begegnet und wir haben darüber geredet. So. Und deshalb weiß ich, dass alles wieder in Ordnung ist. Haben alle viel musiziert als Kinder? Ja, da sind wir uns aber, da hat sie sich nicht auf die Bühne gestellt. Oder sie ist da nicht so, ist mir da nicht so aufgefallen. Okay, verstehe. Hast du in diesem Jahr schon dein Testament umgeschrieben? In diesem Jahr noch nicht. Es gibt zu viel zu tun oder so, aber jetzt, wo du mich dran erinnerst, ich sollte es mal wieder machen. Weil du tust das seit dem 20. Lebensjahr, ein Testament schreiben, weil es dir Spaß bereitet, dir vorzustellen, wer was von dir bekommt? Das ist so nicht ganz richtig. Ich finde, das ist eine. Ich habe ein Problem damit, vielleicht aus einer eigenen Erfahrung raus, wenn ein Mensch stirbt und die Gelegenheit hatte, sich darauf vorzubereiten und das ungeordnet hinterlässt, dann bleiben viele Sachen unausgesprochen. Das ärgert mich. Und ich selber habe mir deshalb irgendwann früh vorgenommen, also wenn ich vor die Wand fahren sollte oder so, dann möchte ich noch ein Zeichen senden. Also mir geht es überhaupt nicht um Finanzen oder sowas, sondern vielleicht um einen Gruß. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ich von einem Unfall hören würde, einer meiner engsten Kumpane oder so, und plötzlich würde ein Brief kommen und da wäre vielleicht ein Gegenstand, der mir was bedeutet oder so.
Und es ist einfach deshalb eine spannende Übung, sich mal ein Glas Wein zu nehmen und das runterzuschreiben, weil plötzlich Leute in den Vordergrund rücken bei diesen Erinnerungen oder bei dieser Erwägung, wem möchte ich noch grüßen. An die hat man lange nicht gedacht. Und sogenannte gute Freunde der letzten Zeit werden unwichtig. Und dieses Feststellen, wer eigentlich im Leben die Priorität hat, das ist, glaube ich, für jeden eine gute Übung. Und das muss ja keine Relevanz haben. Das kann sich, ich finde, man darf das auch immer wieder alle Jubeljahre justieren. Aber es erdet einen ganz gut und es zeigt einem selber, wer die Leute sind, die einem was bedeuten. Das kann uns ja nicht schaden. Schön. Schön. Herr Puder, keine Frage hat uns im Vorfeld dieser Sendung in Bezug auf dich so, ist uns so oft gestellt worden wie die, wahrscheinlich ist das eine Frage, die du hast. Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Weihnachten ist ja was ganz Besonderes. Nein. Und deshalb mache ich auch Dinge, die sonst weniger, also die müssen auch speziell sein. Also zum Beispiel mal meine Wohnung wieder aufräumen. In Düsseldorf. In Düsseldorf. Und für mich ist Weihnachten was unheimlich Schönes. Das ist eine Erinnerung an meine große Familie. Ich habe ja 5 Geschwister, die Eltern, die Oma und so weiter. Aber seitdem meine Eltern gestorben sind, ist das da verortet und schön. Und das muss ich nicht mehr anfassen. Ich wiederum, wenn ich in meinem Umfeld sehe, also ich habe ja selber einen Sohn, der jetzt Teenager ist, 15, der nimmt das jetzt auch nicht mehr so ernst, aber natürlich will man den Kindern auch diesen Geist der Weihnacht mitgeben und mag das, wenn die sich total freuen und noch ans Christkind glauben und so weiter. Feierst mit ihm? Ich komme da gleich drauf. Jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Also dafür würde ich alles tun, damit das eben auch die Jüngeren so erfahren. Aber das ist, also ich selber muss dieses Weihnachten so in der Form nicht mehr haben. Also ich habe genug abgekriegt davon. Mhm. Und zurück zum Kinder. Ja, zu den Kindern. Also das ist so ein Ritual, das hat sich bei uns so eingeschlichen. Ich bin dann doch, ich finde so Vater-Sohn ist eigentlich mehr so eine Ballernummer und das ist dann doch mehr die Silvesternacht. Das ist, da sehe ich mich irgendwo eher gefordert aufzupassen, dass mit den Knallern ordentlich umgegangen wird oder so. Das ist dann auch immer schon mehr mein Fest gewesen als Weihnachten. Okay. Du bist mal gefragt worden, was hat dich mehr geprägt? Dein Elternhaus oder der Punk? Und da hast du eine für mich sehr überraschende Antwort gegeben. So unterschiedlich war das gar nicht. Wie hast du das gemeint? Dass es bei uns ziemlich chaotisch zugegangen ist, auch zu Hause. Da war jede Menge Schreierei und so weiter. Wir waren alles andere als ein ruhiges Haus. Und da habe ich also eigentlich diese Grenze zum Punkrock nicht gespürt. Ja? Aber wir sind ja alle geprägt. Einerseits natürlich von den Eltern. Das erkennen wir dann später irgendwie an uns. Die Schule ist sehr häufig, das ist ein Ort, wo man sich ja die meiste Zeit aufhält, die Klassenkameraden. Dann natürlich die Musik und diese Einflüsse, die sind alle bei uns drin bis heute. Erkennst du Dinge jetzt, wo du älter wirst, von deinem Vater in dir jetzt wieder? Einiges eigentlich. Also so diese ganze Art der Streitkultur, aus der Haut fahren und so weiter, doch schon. Also man versucht natürlich auch Dinge anders zu machen, die einem selber störend aufgefallen sind, kriegt man aber nicht immer hin. Mhm. Aber es geht uns allen so, wir haben unsere Kindheit zu Hause, die Eltern sind Helden, man muss irgendwann feststellen, dass es auch nur Menschen sind, wird mit Fehlern konfrontiert, die man nicht sehen will, kommt in eine Auseinandersetzung, sucht sich selber vielleicht und am Schluss, wenn alles gut geht, findet man den Frieden mit denen, kann sich aussprechen und im Idealfall ist dann, wenn die Eltern in dem Moment sind, wo sie sterben, dass man alles an Schwierigkeiten ausgeräumt hat und dass man sich im Grunde voneinander sicher ist, der Liebe sicher ist eigentlich. Und auch wenn man begreift, dass man sich nicht immer verstanden hat, dass die Liebe über allem war und dass vieles vielleicht auch an Auseinandersetzungen deshalb gekommen ist. Aus Sorgen, die Eltern hatten, die man als Jüngerer nicht verstanden hat, die aber eigentlich nichts anderes eben sind als ein Liebesbeweis. Das klingt fast so, als sei dir das gelungen.
Also sei mir was gelungen. Dieses am Schluss, dieses Einvernehmen, nein, noch bin ich dieses nicht Verständnis mit den Eltern zu finden. Ach so, ja, in meinem ganz Fall war großes das Glück, ganz großes Glück. Riesenglück. Ja. Mhm. Wir bedanken uns sehr bei dir. Gerne. Du machst dich sehr rar im Fernsehen. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Vielleicht auch im ersten.